Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine kleine Inspiration für euch für ein Valentinstagsgeschenk. Und zwar habe ich hier die Amorelli Love in a Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Video entsteht auch in Kooperation mit Amorelli. Vielen, vielen Dank an die Möglichkeit dafür. Das ist so, so cool. Und dieser Dank gilt nicht nur Amorelli, sondern auch euch, dir, dem Zuschauer dieses Videos. Ja, denn ohne euch wird es das gar nicht möglich geben, ne? Sage ich euch so. Ist wie es ist. Und ja, hier habe ich tatsächlich die Love in a Box. Und dieses Jahr haben wir bei Amorelli das Motto zum Valentinstag: Momente der Verbundenheit, das erste Date. Und es ist für mich jetzt das erste Date als Mutter, das erste Date in meinem neuen Körper, den ich einfach habe, weil mein Körper, der hat sich verändert, was nicht negativ ist. Aber ich habe jetzt einfach ein ganz neues Körpergefühl und ich finde es mega wichtig, dass ich dieses Körpergefühl mit meinem Freund natürlich teile. Das ist jetzt eine Geschenkbox für Paare. Das gibt auch noch die BFF-Box, das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel mit deinem besten Kumpel oder deiner besten Freundin zusammen die Box holen, denn da ist alles so doppelt drin, was auch ziemlich cool ist. Und dann gibt es noch die Box Date Your Babe und ihr bekommt auf alle Produkte, alle, im kompletten Onlineshop, auf die Boxen, auf die Sale-Artikel, auf alles 15 Euro Rabatt ab einem Bestellwert von 60 Euro mit dem Code DATECLAUDI. Ne? Mega cool, schaut in der Infobox vorbei und gönnt euch das gerne hart. Oder weich oder sanft. Wie ihr möchtet, Love Toys, Dessous, Wellness-Produkte für alle Wünsche und Praktiken, glaube ich. Ne? Das ist so das Motto. Hier hinten sind die Produkte schon mal gespoilert. Ich finde solche Boxen einfach total genial, als Paar zu erfahren, weil man über Sex redet, über, ne? Über Wünsche, über Träume. Und dann Valentinstag ist einfach der perfekte Moment dafür, finde ich auch. Ne? A Gift for Us von Amorelli. My heart wants you and my body does too. I'm bad at poems. Let's have sex. Liebe ich. Hier haben wir einmal die Box. Normalerweise, ich mache auf diesem Kanal, ist ein Beauty-Kanal übrigens für neue Zuschauer, Unboxings von Beauty-Boxen. Normalerweise rieche ich an den Boxen und gucke, ob da irgendein Duft rauskommt. Mal gucken. Vielleicht ist ja eine Duftkerze drin, aber es riecht nach nichts. Nein. Ein neutraler Duft. Und jetzt mache ich hier mal das Seidenpapier auf. Und hier sehen wir dann einmal den ersten Blick in die Box. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal intensiv die einzelnen Produkte an. Man soll ja auch so ein bisschen, wenn man im Onlineshop ist, von Amorelli, kann ich euch nur empfehlen, macht das zusammen mit eurem Partner, eurer Partnerin. Es ist einfach großartig, sich auch durch die unterschiedlichen Kategorien durchzuklicken. Und da redet man natürlich über Sex. Und ich finde es so, so wichtig, in einer Beziehung darüber zu reden, dass man sich austauscht und sagt, was möchte ich nicht? Welche Ideen und Gedanken habe ich, welche Wünsche habe ich, was möchte ich vielleicht einfach mal ausprobieren, weil ich finde, das ist einfach so wichtig und es sollte kein Tabuthema sein, dass man sich ganz einfach austauscht und das finde ich auch irgendwie wichtig. So, herzlich willkommen in 2023, oder? Ganz ehrlich. Okay, also, hier habe ich jetzt als allererstes ein Produkt und das ist so cool, weil es ist vielseitig einsetzbar. Es nennt sich M-O-Q-Q-A. Mokka vielleicht? Drifter. Drifter nennt sich das, genau. Das kannst du als Mann verwenden, als Frau verwenden. Du kannst es von Kopf bis Fuß verwenden. Und hier finde ich auch ehrlich gesagt gut, du kannst es sowohl alleine als auch als Paar verwenden. Hier ist ein Kabel mit dabei. Ist wundervoll, kann man gut gebrauchen. Und wo soll man das denn reinstecken? Also das Kabel. Oder ist das nur zum Dranhalten? Geht das mit Gedankenkraft? Da kann ich das reinstecken, Leute. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, ja, so lade ich das. Na gut, gut zu wissen, ne? Habe ich euch jetzt auch gesagt. Scheut euch nicht, weil das sieht nicht so aus, als wäre da wirklich ein Loch. Das ist auch interessant, ne? Ja, wie nenne ich dieses Video? Claudi auf der Suche nach dem Loch. Es ist aber auf jeden Fall ein Produkt, was man halt hinten und vorne verwenden kann. Hiermit, das ist sehr, sehr flexibel, ne? Da kannst du, schaut auf der Homepage mal vorbei. Da sind auch ein paar Bilder, Anwendungsmöglichkeiten abgebildet, finde ich total cool. Du kannst es so verwenden, du kannst es so verwenden, du kannst es so verwenden. Ne? Es ist wirklich total aufregend und fühlt sich auch wirklich schön an. Das finde ich wirklich cool. Und hier haben wir das nächste. Das hier sind Little Confessions. Sondermoment hat hier mit Amorelli zusammen diese Kärtchen herausgebracht. Mit der Little Confessions Edition erschaffen sich Paare und frisch Verliebte mit gezielten Fragen einen Raum, in dem sie sich öffnen, ehrlich kommunizieren und ihre sexuellen Fantasien ergründen können. 2 bis 4 Spieler, Spielerinnen.
Buy me a drink. Wir treffen uns in einer Bar und kannten uns vorher noch nicht. Du hast 2 Minuten Zeit, mich davon zu überzeugen, dir einen Drink auszugeben. Was sagst du? Ach, das ist ja schön. Dann irgendwelche Fragen. Confession, das turnt mich einfach immer an. Auch cool, ne? Also das, du hast hier wirklich so Aktionskarten. Ich finde das wichtig, Leute, ne? Und wann nicht? Nein, wenn nicht am Valentinstag, wann denn dann, ne? Sowas können wir auch sehr gut gebrauchen. Das passt halt auch jetzt einfach zum Spielzeug mit dazu von Woo. Passion in Time, Vegan Lubricant. Das ist mit Provitamin B5, Leute. Das ist auch noch hautpflegend, ne? Und präbiotisch, da haben wir ein bisschen Pflege am Start. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Also wenn man halt solche Spielzeuge verwendet, sollte man immer daran denken, dass man sie auch mit einer gewissen Vorsicht anzuwenden hat. Und das auch am besten in Kombination mit einem Gleitgel, ne? So, das nächste ist hier Amorelie King. Das passt natürlich jetzt auch tatsächlich zu dem Spielzeug dazu. Das ist etwas, damit man sich halt die Augen verbinden kann. Man kann es natürlich auch verwenden, um sich gegenseitig einfach ein bisschen bewegungsunfähiger zu machen, ne? Wisst ihr Bescheid? Ne, ist schön. In einem wunderschönen Anthrazitton. Das ist echt hübsch. Muss ich wirklich sagen, ne? Kann man schön anwenden, auch das vielseitig einsetzbar. Und falls einem die Ideen ausgehen, was die Stellung angeht, haben wir hier noch ein kleines Kamasutra mit am Start. Die besten Stellungen neu interpretiert. Ja, das ist natürlich auch eine ganz coole Geschichte. Auf Deutsch und auf Französisch, damit man auch etwas internationaler unterwegs ist. Und was ich auch ganz cool finde, zum einen sind die einzelnen Stellungen hier auch beschrieben, wie man sie dann zu machen hat und welches Spielzeug da am besten auch integriert werden kann. Und das letzte Produkt, was in der Box enthalten ist, ist ein Ei. Das ist von Swacom Hedi. Das ist ein Produkt, was man, ja, Mann mit Doppel-N verwenden kann. Und du füllst da auch Wasser rein, damit das ein entsprechend anderes Gefühl hat, weil es soll quasi den Oralverkehr nachempfinden lassen. Hier haben wir dann das Produkt drin. Das ist wie so ein Ü-Ei wirklich. So schaut es einmal aus. Man mag sich kaum vorstellen, dass das über ja, das Glied des Mannes gezogen werden kann. Aber Leute, das Ding ist flexibel. Macht euch da gar keine Sorgen. Von außen haben wir halt dieses Gewellte. Ne? Damit kann man das auch gut festhalten. Das rutscht dann auch nicht herum. Und von innen, ich stülpe das einfach mal um, dann seht ihr das ja auch, soll das natürlich das Innenleben eines Mundes oder auch des weiblichen Innenlebens nachempfinden. Ja, ich versuche nach wie vor, dass solche Videos bei mir monetarisiert werden. Versuchen kann man es ja. Und so viel wäre das jetzt auch hier von mir und der Box gewesen. Eigentlich ist das hier ja eher so ein Beauty-Kanal, wo wir mehr so über Pflegetipps, Schminktipps, dies, das, Ananas reden. Aber ganz ehrlich, Leute, es gibt keine Lidschattenpalette der Welt, die einen so schön machen kann, wie ein zufriedenes Lächeln im Gesicht, oder? Wenn ihr meinen Code DATECLAUDI anwendet, zahlt ihr für die Box 54,90 €, was ich vollkommen in Ordnung finde. Ich hoffe, dass ich euch damit auch irgendwie so eine kleine Inspiration mitgeben konnte. Vielleicht habt ihr ja Bock, bei Amorelie vorbeizuschauen in dem Online-Shop. Ich bedanke mich auf jeden Fall von Herzen bei dem wundervollen Amorelie-Team. Doch, ja, war richtig gesagt, ne? Für die wundervolle Zusammenarbeit. Und das wäre es auch schon gewesen vom Unboxing. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir einfach hier oben mal meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!